Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauer hier auf der Tribüne und im Stream. Sehr geehrte Kollegin Hendricks, wir brauchen keine spezifischen Ergebnisse einer Umfrage, haben Sie gerade gesagt. Die mit dem richtigen Ergebnis, ja, das habe ich schon verstanden. Also wir brauchen auch keine spezifischen... Wir brauchen auch keine spezifischen Ergebnisse einer Umfrage, weil wir gehen auch vor Ort hin und wir sprechen mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das reicht als Ergebnis, denn da sind die Ergebnisse unserer Fragen an die Lehrerinnen und Lehrer einfach erschreckend. Dafür brauche ich nicht mal eine Umfrage bemühen. Wer diese Umfrage in Frage stellen will, der dreht irgendwie mit Zahlen rum. Haben wir gerade gehört. Hier irgendwie, da ein paar Prozent, da ein paar Prozent. 44% aller Schulen sind irgendwie barrierefrei, sagt die Kollegin Bär. Wie genau barrierefrei wäre ja nicht definiert, aber das wäre auch gar nicht so ein Problem, weil wir haben ja sowieso überhaupt so wenige körperlich-motorisch behinderte Kinder auf gut Deutsch. Hey, 44% barrierefreie Schulen, das ist doch vollkommen ausreichend bei den wenigen Rollifahrern, die wir haben. Also die Logik, die erschließt sich mir tatsächlich überhaupt nicht. Und wer Zahlen nicht wahrhaben will, liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot-Grün, der wirft anderen, der wirft der Opposition hier Miesmacherei vor. Und das ist meiner Meinung nach einfach unsäglich. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort gefragt. Und wir haben mit denen geredet. Und da hört man immer häufiger, die bekommen von oben einen Maulkorb. Da wird Lehrern wörtlich, und ich zitiere das jetzt, da wird Lehrern wörtlich gesagt im Ruhrgebiet, pass mal auf, wenn du dich beschwerst über die Inklusion und wenn du den Mund aufmachst, wir haben auch in Siegen noch ein paar schöne freie Lehrerstellen. Und so darf man mit Lehrerinnen und Lehrern einfach nicht umgehen. Und dann stellen Sie sich hier hin, Frau Hendricks hat es gerade gesagt, das Gesetz schreibt es doch vor, das ist doch gut, das ist jetzt so. Ist das so? Ich zitiere den Kollegen Stein, jetzt CDU, dann ist das halt so, dann nehmen wir das jetzt hin. Ich erinnere mich allerdings auch daran, wir haben ein Gesetz zum Thema Rauchmelder in Wohnungen. Haben wir jetzt in jeder Wohnung Rauchmelder, nur weil wir so ein Gesetz beschlossen haben? Zu sagen, wir haben ein Gesetz und die Inklusion, die ist jetzt da, das ist nicht der Weg, den wir gehen können, denn nur weil es auf dem Papier steht, ist es noch lange nicht umgesetzt. Und dann höre ich gerade, wir pumpen Millionen ins System, wir pumpen Millionen ins System und es wird alles besser. Die Kommunen bekommen Geld für die sächliche Ausstattung und das reicht aus. In Bochum ist das Geld, doch, das habe ich gerade so vernommen, wir können das gerne im Protokoll nachgucken, das Geld sei auskömmlich für die sächliche Ausstattung, hat die Ministerin gerade gesagt. In Bochum sind es 84.000 Euro. Das reicht für 4 Sportrollstühle für eine Schwerpunktschule körperlich-motorische Entwicklung in einem ganzen Jahr. Meiner Meinung nach ist das bei weitem nicht auskömmlich. Und wenn ich das dann immer höre, und das ist die Fundamentalkritik, die bringe ich hier immer und immer und immer wieder. Der war's, die war's, ihr habt alles falsch gemacht, wir machen das jetzt richtig. Was ist das eigentlich für ein Anspruch an sich selbst, immer nur zu sagen, die anderen haben es doch auch nicht besser gemacht, meine Damen und Herren. Da erwarten wir uns nun wirklich mehr von dieser Landesregierung. Vielen Dank.